Willst du mich eigentlich ficken? Sorry Leute, es ist irgendwas schiefgelaufen, aber Hauptsache die Aufnahme läuft. Was schief läuft? Irgendwie funktioniert, also Mobizen, meine Aufnahme-App, irgendwas hängt da. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Vorhin ging es noch prima. Ihr seht, wir sind hier in Arena 9 sogar safe mit 684 Trophys momentan. Haben die letzten drei Spiele, glaube ich, gewonnen. Dann danke. Und schreiben dem auch gleich mal viel Glück. Wir sind hier direkt in den ersten Fight reingejumpt. Ich dachte mir, was willst du da groß erzählen? Oh mein Gott, ist der scheiße. Aber es ist mir eigentlich so ultra egal, was ich erzählen wollte. Das ja bald. Oh mein Gott, war das schlecht gesetzt gerade. Dass am Ende dieser Woche, falls das manche noch nicht mitbekommen haben, rauskommen wird, wer das Gewinnspiel gewonnen hat, die 20 Euro Replay-Karte, beziehungsweise iOS, halt, keine Ahnung. Dann hat mir ein sehr aufmerksamer Zuschauer erzählt, dass es bei iOS keine 20 Euro Karte geben tut. Das heißt, da wird halt eine, wie heißt es, Karte, eine 15 Euro Karte, beziehungsweise ich bin mir noch nicht sicher, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es so wollt, dass ich entweder dann eine 15 Euro oder eine 25 Euro Android Apple Karte verlose. Schreibt einfach mal in die Kommentare, falls ihr das cool findet. Ich würde mich freuen für euer Feedback, falls ihr ein Video irgendwelche Verbesserungsvorschläge hättet. Ja. Zum Beispiel, dass ich mal ein bisschen weniger Scheiße laber. Daran kann ich leider auch nichts ändern. Das ist integriert in diese App. Spaß. Spaß. Alter, ein richtiger kleiner Spaß. Sowas trifft man ja heutzutage nur noch selten, ne? Alter, so schlecht, ey. So schlecht. Wie kann man denn so kacke sein, ey? Also ich rede gerade nicht mehr vom Gegner. Und das will was heißen. Really, nigga. Alter, sowas ist halt schon übelst scheiße. Direkt first fight verloren. Sowas finde ich richtig kacke. Was haltet ihr davon? Also findet ihr dieses neue Format, sag ich jetzt mal, gut? Oder findet ihr das eher scheiße? Findet ihr, ich könnte da was besser machen? Oder findet ihr, ich könnte was schlechter machen, mal anders gefragt? Ja, ich werde jetzt so ein paar Kämpfe machen und euch dabei so ein bisschen was fragen. So direkt. Ja, ich habe mir das auch irgendwie anders vorgestellt. Wir spenden hier gerade eine Karte und versuchen hier die 10. Truhe zu erhalten. Das werden wir definitiv noch schaffen. Bin mir ganz sicher. Das hier ist der zweite Tag, das ich versuche aufzunehmen, weil mein Vater ihm mitten in die Aufnahme reingeplatzt ist, meinte so, oh, pack deinen Ranzen. Ich so, ja, danke, geil. So mag ich das. Ja, auf jeden Fall, am Ende der Woche wird rauskommen, wer gewonnen hat bei der Verlosung. Ich habe hier übrigens, diese Aufnahme mache ich mit meinem neuen Handy. Ich finde, die Aufnahmequalität ist um einiges besser als beim alten. Das heißt, dass sie um einiges besser ist. Ergibt Sinn, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Das war das Schlechteste, was ich je gesehen habe, Alter. Das ist traurig. Dass sowas nicht verboten ist, ey. Das ist
traurig, ey. Wirklich, das gibt's nicht. Bitte. Oh, schade, ich hätte so geil gefunden, hätte jetzt was vorhergesetzt, Alter. Richtig gut gesetzt, würde ich sagen. Ich glaube, der macht sogar noch einen Hit. Könnte sein. Ja. Nee. Okay, Glück gehabt. Wir geben auf jeden Fall mal beide Daumen hoch dafür. Und hoffen auf bessere Resultate. Auf solche Leute bin ich immer richtig stolz. Weil die sind immer richtig höflich. Da freut man sich immer direkt, wenn man die ge als Gegner hat. Wisst ihr, was ich meine? So richtige Noobs sind das immer. Und ja, 10er. Wer ist denn so scheiße? Da habe ich sogar ich die besser. Leute, wenn ich was besser habe als andere Leute, dann ist das schon. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendeine Truppe schlechter habt als ich. Würde mich mal interessieren, ob ihr überhaupt Clash Royale spielt. Ob das hier euch überhaupt irgendwie in einer kleinsten Weise überhaupt anspricht. Wow, meine Deutschkenntnisse sind mal wieder over 9000. Ja. Tja, der Schweinereiter ist halt übelst low gesetzt, Alter. So richtige Low-Aktionen bringt er hier durchgehend. Ich würde sagen, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass diese Bildqualität so ultra kacke ist. Ich kann nichts dran ändern. Beziehungsweise, das heißt, die Bildqualität ist ultra kacke. Eigentlich ist. Es liegt nicht an dem Bild, sondern es liegt an mir. Nein. Es liegt am Videoaufnahmeprogramm zum Großteil. Ja, was ist das? Das ist das Lappigste, was ich je gesehen habe. Und das war übelst asozial, weil ich konnte nicht mal meine Krone holen. Das juckt mich jetzt aber allerdings überhaupt nicht. Von daher, ja. 3 Kronen, alles klar. Hauptsache mal, irgendwer aus dem Clan hat 3 Kronen mehr gemacht. Wie wir schon sehen hier, Alter. Heftigst. Die Leute aus unserem Clan sind heftigst am Suchten momentan. Außer hier unten. Immer. Null. Ich weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht, warum die überhaupt noch im Clan drin sind, aber. Die gönnen sich halt, wisst ihr? Ja, wo ist eigentlich hier der Anführer? Vizeanführer. Vizeanführer. Alles klar. Tja. Anführer ist einfach nicht dabei. Really jetzt? Gibt's überhaupt noch einen Anführer? Da bin ich jetzt gerade, ey, das regt mich jetzt auf, ey. Wollte mich verarschen, als ob es jetzt keinen Anführer mehr geben würde. Alles klar. Wahrscheinlich bin ich einfach nur behindert. Schreibt einfach mal in die Kommentare, falls ihr den Anführer gesehen habt, und schreibt den Namen dazu, falls ihr dieses Video bis zu diesem Punkt gesehen habt. Wenn ihr das getan habt, seid ihr definitiv behindert. Spaß, natürlich seid ihr nicht behindert, weil ihr dieses Video angeklickt habt. Okay, nein, das ist, ich wollte positiven Konsens. Scheiße, Mann, ich halt einfach meine Fresse, Mann. Ich laber zu viel Scheiße. Ich glaube, ich setze einfach ab sofort immer, wenn ich Let's Plays mache, so eine richtig, Heathens oder so ein Shit, setze ich dann einfach in den Hintergrund oder so. Keine Ahnung. Juckt mich ja nicht. Ich lasse es einfach in den Hintergrund so. Juckt mich nicht. Ich weiß, ihr wollt meine Fresse sehen. Eigentlich will das niemand, aber ihr wollt anscheinend. Keine Ahnung. Hab 52 Abonnenten erreicht. So ein richtiger, so richtig schlecht einfach nur. Da kann man eigentlich nicht stolz drauf sein. Allerdings, ohne euch wäre diese Community um deutliches kleiner. Ohne 50 Abonnenten hätte ich keine 50 Abonnenten. Gute Erkenntnis. Wow, wir sind stolz auf dich. Nun darf ich in Frieden sterben. Du Hurensohn. Wie lauchig ist das bitte?
Das ist ja mal das billigste und wackeste, was ich je gesehen habe. Alter, was ist das? Ist das eine Taktik oder so? Oder ist er einfach nur ein Hurensohn? Kann das mal jemand in die Kommentare schreiben oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu überhaupt noch sagen soll. Alter, es ist so ultra low. Wenn es wenigstens gut wäre, was er tut. Aber nein. Ich denke mal, er wird verlieren. Sieht zumindest schlecht für ihn aus. Okay, es sieht einfach momentan besser für ihn aus als für mich. Also es sieht scheiße aus. Das liegt aber nicht daran, dass ich schlecht spiele. Warum? Zisch. Okay, wir haben hier jetzt. Really? Als ob. Ach, egal, juckt mich ja nicht. Ich habe ja immer schön die Pfeile dabei. Das ist doch kein Problem für mich. Das ist Schocki. Alter, dieses Wort hört sich so seltsam an im Bayerischen. Das ist ja mal übel. Wie scheiße manche Leute sind. Und in jedem Gebiet, dass du sie abfragst, Alter, die sind so kacke, Mann. Das gibt's nicht. Ich hasse das. Immer nur so richtige Lowies am Start, ey. Und diese denken dann so, weißt du, die denken so, oh mein Gott, bin ich high leveled. Level 3. Verstehst du, was ich meine? Ich denke mal nicht. Ja, dass ich jetzt gerade genervt bin, kann man vielleicht verstehen. Muss man jetzt aber auch wieder nicht. Wir schreiben ihm einfach mal viel Glück. Keine Ahnung, ob er darauf antworten wird oder nicht. Ist immer so die Sache vom Gegner, würde ich so sagen. Und ja, also er fuckt mich halt schon gerade übelst, mega, übelst hart ab. Und so, aber okay, weil juckt mich halt nicht, ne? Wir geben hier halt mal kurz ein Zap drauf. Und ja. Gucken jetzt, ob wir noch gewinnen können oder ob wir einfach verlieren, weil wir keinen Bock mehr haben oder ja, keine Ahnung, wo soll ich das denn wissen? Ja, es ist schon low, wie er jetzt gerade gewinnt, aber okay. Ich hätte theoretisch gewinnen können, aber tja, ich halte einfach meine Schnauze, weil ich laber eh nur Scheiße. Junge, schon wieder 12 Minuten 50 vergeudet. So, ich würde sagen, wir beenden das Video mal wieder hier und sehen uns beim nächsten Mal. Peace, Leute, I'm out. Wow, das hat richtig schockisell funktioniert. Alter, ich liebe dieses Handy, weil es so richtig High Quality, richtig schnell, akkurat, sagt man das? Scheiß drauf, richtig schnell reagiert, sobald ich drauf tippe. Vor allem die Bu Mundbewegungen zu meiner Audioaufnahme passen perfekt. Schocki, ey, einfach nur Beste. Wie schon gesagt, tschüss, ich bin raus. Bis zum